Hallihallo, liebe Sportsfreunde, mein Name ist Aische. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ihr seht, ich liege schon oder sitze schon auf dem Boden. Heute habe ich etwas ganz Tolles für euch vorbereitet. Mein Mikrofon will schon wieder nicht. Machen wir ohne Mikrofon weiter. Und zwar möchte ich gerne euch meine Lieblings-Top 5 Bauchübungen für Beginner zeigen. Da hatte ich nämlich ein paar Wünsche gehabt und ich denke mal, wir starten. Ich würde das gerne wieder in Tabata-Form machen, würde aber die 5 Übungen erstmal ganz am Anfang zeigen, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet, welche Übungen nacheinander kommen. Und ja, was darf natürlich vor einem Workout nicht fehlen, natürlich warm machen, ein Warm-up. Die lasse ich jetzt raus und zwar haben wir in vorherigen Videos, könnt ihr ganz viele verschiedene Warm-up-Übungen sehen, da könnt ihr das erstmal machen. Also nicht vergessen, auf jeden Fall aufwärmen. Ich habe es schon gemacht. So, dann würde ich starten. Die erste Übung ist ganz einfach. Wie gesagt, wir fangen an mit ganz, ganz einfachen Übungen, weil unser Workout für Beginner ist. So, die erste Übung, Schulter unten, ganz wichtig, wenn wir Bauchübungen machen und auf dem Boden liegen, immer den Rücken in die Matte rein. Das heißt, wir haben hier keine freie Fläche. Die Hüfte schön runterdrücken, Schulter hoch. Ganz wichtig, nicht dieses hier, sondern Kopf ist immer ganz weit oben. Immer 4 Finger breit, Platz lassen zwischen Kinn und Brust. Ganz wichtig, Schulter nach unten, Füße anwinkeln, dann ganz langsam tief und tief. Schön abwechseln, ganz wichtig, schön durchstrecken und wieder hochkommen. Ausatmen, ausatmen. Erste Übung. Zweite Übung. Füße anwinkeln, schön zu Po. Schulter nach unten, weg von den Ohren. Blick nach vorne, hoch und tipp. Tipp. Je tiefer runter geht, desto intensiver trainierst du die Seiten. Das sind die ersten 2 Übungen. So, was haben wir danach? Danach kommen wir hoch, genug gelegen auf dem Boden. Schulter nach hinten, Brust raus und abwechselnd zur Seite. Nicht dieses hier, nicht die Arme, sondern wirklich deinen ganzen Oberkörper, soweit es geht, nach hinten. So, wenn du merkst, es ist dir zu einfach, darfst du gerne die Füße auch hochnehmen. Aber da unser Workout für Beginner ist, reicht es auch, wenn du nur deinen Oberkörper arbeiten lässt. So, die zweite Übung. Wir gehen runter. So, wir machen was für die Seiten. Ein Arm zur Seite, ein Arm hinter die Ohren, Ellbogen nach hinten und ganz leicht hoch. Und hoch. Ausatmen, ausatmen. Spür die Muskeln, drück deinen Rücken in die Matte. Und noch einmal, dann Seitenwechsel. Das ist die nächste Übung. Und jetzt kommt die letzte Übung. Schulter nach hinten, einer meiner Lieblingsübungen für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Und Schulter nach hinten. Je weiter du nach hinten gehst, desto mehr zittert dein Bauch. Dann hast du die richtige Position erreicht. Und halten. Halten, halten. 20 Sekunden. So, dann würde ich sagen, ihr seid warm, ihr habt euch aufgewärmt. Wir starten direkt mit den Übungen. Jeweils 4-mal hintereinander 20 Sekunden und dazwischen 10 Sekunden Pause. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, genug gequatscht. Wir sporten mal ein bisschen. Thank you.
hast, legen wir weiter. Legen wir los. Musik an. Oberkörper nach links und die Schulter nach links. Nacken ganz leicht auf den Boden.
Wochen durchziehst, dreimal in der Woche, das wäre der Hammer. Was darf jetzt nicht fehlen? Natürlich Cool Down, ein bisschen stretchen, das findet ihr auch in unseren folgenden Videos. Immer wieder ganz wichtig, Warm-up und Cool Down muss dabei sein. Ich lasse das jetzt mal aus, damit das Video auch nicht zu lang wird und ich euch nicht stresse. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag und alles Gute. Tschüss!